Taxi. Mal gleich rein. Hier. Ach, okay, ist schon da. Super sexy macht sich Zora auf den Weg zum großen Stoffeinkauf. Ihr bester Freund und Friseur Holger Knieve und ihre Freundin Jasmina mit Tochter Jackie begleiten sie. Um loszulegen, müssen sie 30 Kilometer weit fahren, weg von der luxuriösen Hotelanlage. Das, was Zora will, gibt es nicht in den edlen Touristenvierteln und Shoppingpassagen. Die Stoffgeschäfte verstecken sich in den verwinkelten Straßen von Alt-Dubai. Ich mache jedes Jahr neue Show und ich brauche hunderte von Kostümen. Und hier hat man eine größere Auswahl und es ist viel, viel günstiger als bei uns in Deutschland oder irgendwo in Europa. Im Treiben der Altstadt wirkt Zora exotischer denn je. Die meisten der einheimischen Frauen sind hier komplett verhüllt. Ich habe schon mal welche gesehen im Geschäft, die sich enthüllen, wenn sie was anprobieren. Die sehen traumhaft schön aus. Also ist ja nicht, die sind bestimmt nicht verhüllt, weil sie hässlich sind. Obwohl Zora mehrmals im Jahr hier einkauft, fehlt ihr jetzt ein bisschen die Orientierung. Wir müssen hier lang. Hinten sieht jede Straße gleich aus. Olga, lauf langsamer, du regst mich auf. Ich bin so aufgeregt. Warum? Wegen allem. Das ist nicht das erste Mal, Olga. Ich würde es gern finden. Jasmina nimmt das Zepter in die Hand und spricht beherzt Ortskundige an. Do you have like this? A tunnel? Only Stoffe? Das war wohl nix. Eine halbe Stunde geht's hin und her, dann hat Zora endlich ihren Lieblingsladen gefunden, ohne fremde Hilfe. Sofort wird Zora zur knallharten Geschäftsfrau. Genau, das brauche ich ja auch noch. Das ist ja toll, da kriegst du ja Gänsehaut. Ja, gehst du mal? Ja, ja, ja. Hier, hau, hier, ja. Letztes Jahr habe ich die gehandelt. Viele hundert Meter Stoff und Strass hat er sie da gekauft und daraus für ihr Carte Blanche pompöse Kostüme schneidern lassen. Und auch diesmal kommt Zora schnell zum Wesentlichen. So, was kostet das? 25 Gramm. 25, okay. Ja, nur 5 Euro pro Meter. Und dafür sind sämtliche Muster hier auch noch von Hand bestickt oder geknüpft. In Deutschland würde so etwas 80 Euro und mehr kosten. Doch trotz der Schnäppchenpreise, Zora braucht Stoff für 100 neue Kostüme und kauft deshalb ballenweise ein. Das summiert sich. Da darf man nicht sparen. Also wir können nicht aussehen wie Frau Müller von nebenan, dafür zahlt kein Mensch Geld, um uns zu sehen. Während Zora schon alles zusammenrechnet, bildet sich am Ladeneingang ein Männerauflauf. Aber ich will doch nicht heiraten, Kinder, ich will doch nur Stoff kaufen. So eine wie Zora sehen die Männer hier nicht alle Tage. Fasziniert beobachten sie die Diva beim Handeln. Zora schafft es, den ohnehin schon günstigen Meterpreis noch mal um die Hälfte zu drücken. Freundin Jasmina kennt Zoras Sparsamkeit. Es ist ein Spaß, einfach mit Menschen im Geschäft zu handeln. Und auch Sparsamkeit, doch, das würde ich jetzt auch sagen. Weil sie muss ja mal für alle mitdenken. Sie muss ja auch die Gage zahlen und alles. Nach der erfolgreichen Verhandlung will sich Zora im Goldbazar selbst belohnen mit ein paar neuen Ohrringen. 48.000 Euro. I'll give you good discount. 24.000 Euro. Immer noch weniger als 48, oder? Oh, das ja sein. Komm, bitte, sind nur 20.000. Nein. Ich bin da nicht so dem Schmuck zugewandt. Ich versuche darauf hinzuweisen, dass er halt auch wirklich bei der Sache bleiben soll und dass er nochmal nachdenkt, ehe er dann wirklich aktiv wird. Was kriegst du dann zur Antwort? Sie zieht es trotzdem durch. Diesmal wird Zora aber vom Klunkerkauf abgelenkt. Dubais wohl größter Mann bietet sich als Fotoobjekt an. Also ich mache schon große Männer, aber er war mir wirklich ein bisschen zu groß. Und er sah sehr unheimlich aus, also gruselig. In den kommenden Tagen kauft Zora in Dubai eine Stoffbar nach der anderen und feilscht dabei die Händler in Grund und Boden. Er wollte 23.370 Dirhams haben. Und da ich ja so großzügig bin und ein riesiges Herz habe, gebe ich ihm 10.000. Das sind 1.600 statt 3.800 Euro. Insgesamt wird Zora über 2.000 Meter Stoff für mehr als 70.000 Euro mit nach Deutschland nehmen. Und morgen sehen Sie, Zora genießt ihren letzten Tag in Dubai am Strand und macht dabei tolle Bekanntschaften. So runtersteigen, runter, mir reicht.